Plädoyer für Selbstbestimmung. Das war die Andreas Hofer-Festrede der Katalanin Arqué in Meran heute. Guten Abend, herzlich willkommen zu 10 nach 10 am heutigen Sonntag. Im ganzen Land wurde heute des Todestages von Andreas Hofer gedacht. In der Landeshauptstadt marschierten die Bozner Schützen zu den Klängen der Musikkapelle Branzoll durch die Altstadt zum Bozner Dom, wo der feierliche Gottesdienst zelebriert von Domdekan Bernhard Holzer stattfand. Anschließend erinnerte Festredner Christian Kollmann von der Südtiroler Freiheit an den Heldenmut von Andreas Hofer, warnte vor dem drohenden Grenzzaun am Brenner und prangerte den Klill-Unterricht als Mehrsprachigkeitsimperialismus an. Mit der Ehrensalbe vor dem Peter-Meyer-Denkmal endeten die Andreas-Hofer-Feierlichkeiten in Bozen. Die große Andreas-Hofer-Landesgedenkfeier fand dann am Nachmittag in Meran statt. Mit Spannung wurde die Festrede der katalanischen Politikerin Anna Arqué erwartet, die gemeinsam mit den Schützen zum Andreas-Hofer-Denkmal marschierte und dann ein Plädoyer für die Selbstbestimmung hielt. Im Gleichschritt zum Andreas-Hofer-Denkmal. Knapp 700 Schützen aus Süd-, Ost-, Nordtirol und dem Trentino marschierten heute in Meran ein. Ganz vorne mit dabei Anna Arqué, die Festrednerin aus Katalonien. Das schöne Wetter hatte auch zahlreiche Schaulustige auf die Straßen gelockt. Sie und die Schützen, ob klein oder groß, hörten dann gespannt zu, als Anna Arqué auf Katalanisch ein Plädoyer für Freiheit und Selbstbestimmung hielt. La seva grandeza es celebrada por los assolimientos. Ängste und Zweifel gehören dazu, doch es ist der Mut, der Andreas Hofer ausgezeichnet hat. Der Mut, Unsicherheiten zu überwinden. Und deshalb feiern wir ihn heute in Meran. Es wurde stramm gestanden bei diesen Worten, vor allem dann, als Anna Arqué Andreas Hofer zum großen Vorbild für alle unabhängigkeitsliebenden Völker erklärte. Andreas Hofers größter Sieg war es, für sein Volk, für sein Land und dessen Gebräuche einzustehen, dafür sein Leben zu geben, egal wie stark der Feind auch sein möge. Und auch wir können heute für unser Anliegen einstehen. Dafür gibt es keine Ausreden. Der Schützenapplaus war ja sicher, vor allem nach diesen Worten. Que Catalunya no es España, que Südtirol ist nicht Italien. Relativ kurz heuer die Rede von Schützenlandeskommandant Elmar Thaler, der den Grenzzaun am Brenner zum Anlass nahm, auf die versäumte doppelte Staatsbürgerschaft hinzuweisen. Würde es in Südtirol eine beträchtliche Anzahl von Bürgern mit der österreichischen Staatsbürgerschaft geben, wäre die Chance da gewesen zumindest, dass es sich Österreich zweimal überlegt hätte, zu Ungunsten der österreichischen Minderheit in Italien zu entscheiden. Und vielleicht eine andere Lösung als die Errichtung eines Grenzzauns am Brenner herbeigeführt hätte. Vielleicht. Schützenkaplan Pater Christoph Wallner mahnte die Schützen, wachsam zu sein, bereit zu sein, Rede und Antwort zu stehen. Mit der Kranzniederlegung wurde dann wieder Abschied genommen von Andreas Hofer und seinem mahnenden Blick.